Die folgenden Inhalte sind unvollständig und sind dadurch nicht komplett abrufbar. Wenn Sie Beschwerden haben, töten Sie Ihren Apotheker oder Ihren Arzt. Freunde, 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 willkommen zu einem weiteren NPBL-Part. Wir sind inzwischen schon beim 6. Spieltag und heute geht es gegen die allererste Snomni. Und es wird ein harter Kampf. Außerdem bin ich diesmal sogar besser vorbereitet. Ich habe das Team nicht 5 Minuten vor dem Kampf gemacht, sondern eine Stunde vor dem Kampf. Procris. Also, Snomni hat Inteleon, Patina, Raja, Boreos, Zwölfens, Lectragon und Capoeira dabei. Wir haben in unserem Team Waladin, Hero, Flieger, Deluxe, Basaidai, Gogeta, Krip, Krab und Cowlady. Das ist das erste Mal, dass ich nicht auf die Ligakarte eingegangen bin. Schaut mal, ich mache Fortschritte. Und das sogar zum zweiten Mal schon in diesem Video. Progress. Sie sendet auf jeden Fall Dumbos Mama und Goofy herein. Okay, damit habe ich auf keinen Fall gerechnet. Das ist sehr belastend. Wir haben Krip, Krab und Hero Flieger an unserer Seite. Werden als allererstes mal vielleicht sogar auf ein Irrlicht gehen. Auf Patina Raja. Ich gehe, glaube ich, hier erstmal auf ein Schutzschild. Und schau mal, was sie tun wird. Sie Dynamax wahrscheinlich Patina Raja. Hallo, ob meine bunte Lieblingstochter. Ich weiß, dass ihr Capoeira da in Focus Sash hat. Was natürlich etwas problematisch ist für unser Team. Okay, Mogelhieb kommt. Wäre sogar auf Symbolare gegangen. Irrlicht kommt durch gegen Patina Raja. Wir sind schneller. Burnen das Teil auf jeden Fall. Fall. Ist gut, dass ich den Move mitgenommen habe. Ein Düner Zauber kommt. Das überleben wir jetzt. Ja, das überleben wir easy. My precious power on forever! Nope. Rechte Hand kommt, um den Angriff wieder zu boosten. Interessant. Schattenstoß kommt. Trifft Symbolara. Schwächenschutz aktiviert sich. Jetzt kann der Spaß anfangen. Wobei, es hat eine Anti-Flugbeere. Wir töten das. Oha! Es hat kein Fokus-Sash. Das ist gut. Jetzt kommt Düner Stahlzacken. Auf Krip Krab überleben wir leider nicht. Da sind beide unserer Setup-Pokémon tot. Sie geht auch auf ihr Boreos raus. Perfekt. Das Teil töten wir One-Hit-KO. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen, nur du kannst nicht. Okay, das ist scheiße. Aber wir haben den Rückenwind. Das ist gut. Das ist eigentlich ziemlich gut. Okay, Dynafrost kommt. Wenigstens ist der Fokus-Sash jetzt weg. Und wir sollten das Teil jetzt next turn töten. Was sehr wichtig ist. Düner Stahlzacken kommt. Sollten wir überleben. Ja, überleben wir easy. Ich gehe jetzt, glaube ich, hier auf den Hammerarm. Und hier auf die Düner Düse. Double Protect? Was? Nein, das akzeptiere ich nicht. Kann ich hier Anzeige erstatten? Das ist etwas lächerlich. Das ist ja mal... Nee. Ich hasse mein Leben. Oder hat die irgendein Item, warum das geht? Eisenschädel kommt. Macht einiges an Schaden. Ich sollte jetzt eigentlich mit Akrobatik töten. So, Fox ist tot. Banger. Und wenn Eisenschädel jetzt auf Symbolara kommt, tanken wir den. Aber nein, der geht auf Boreos, okay. Wir sind im roten Bereich, perfekt. Dann aktiviert sich wenigstens unsere Beere. Also der Hagel supportet uns gerade ein wenig. Und sind wieder im grünen Bereich. Ich hab dem Jungen die falsche Beere gegeben! Ja, da kommt die Elektragon. Oh mein Gott, ich hab das falsche Wesen wieder. Sie geht wieder auf den Schutzschild. Eisstrahl kommt, trifft leider nicht. Aber wir sollten einen Hieb von
Dings da überleben. Kann ich bitte auf den Hammerarm? Dankeschön. Und wir töten das nach dieser Runde. Also nach dieser Runde ist der tot. Zum Glück. Eisenschädel überleben wir. So nicht. Stark. Stark, stark, stark. Also wir sollten den Kampf eigentlich gut in der Tasche haben. Eisstrahl kommt, tötet das Teil bitte. Und der Junge ist tot. Stark, 3-0 gewonnen. GG! A few moments later. Okay, Freunde. Auf ins zweite Match. Ich glaube, sie hat ihre Pokémon komplett umgestellt. Einfach, weil sie wieder so lange ausgewählt hat. Ich bin noch ziemlich aufgeregt und bin unter Strom. Ich zitter sogar leicht. Keine Ahnung, ich bin heute richtig hart aufgeregt, muss ich sagen. Bizarro-Raum will die spielen. Oh, sie will Bizarro-Raum spielen. Kann das sein? Auf jeden Fall, wir machen Dynamax. Ich hoffe, wir treffen mit Irrlich. Wenn Irrlich nicht trifft, haben wir verkackt. Dann können wir direkt einpacken gehen. Okay, guckt mal. Ganz ruhig. Also, ich möchte nur eine Sache festhalten. Dieser Junge denkt, wenn Irrlich nicht klappt, habe ich verloren. Aber was ist mit Bizarro-Raum, wo dann all meine Pokémon langsamer sind und der Gegner mich one-hittet? Nur so als Info. Und wie könnte man das am besten besiegen? Vielleicht mit einem Symbolara mit Schwächenschutz und einem Init-Boost, sodass es schneller ist als das gesamte Gegnerteam. Also mit Schattenstoß auf Symbolara gehen und das ganze Team one-hitten. Und Symbolara ist auch tanky. Hat man ja gerade gesehen. Schaut mal, was ich in den beiden Matches jetzt gemacht habe. Viel Spaß. Und bitte hatet mich in den Kommentaren. Wenn ihr das seht, Hashtag Papaya ist ein dummer Idiot. Und können unser Leben so gut wie aufgeben. Er protected. Okay, ich dachte, der hat Offensivweste oder sowas. Das heißt, jetzt kommt der Bizarro-Raum. Was belastend ist. Wir machen nur 50% Schaden. Ich hätte auf den Spukball gehen sollen, glaube ich. Wäre besser gewesen. Und er hat noch eine Zitrobeere drauf. Okay. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Irrlich geht leider daneben. Bizarro-Raum aktiviert sich wahrscheinlich jetzt. Ja. Das ist etwas scheiße, muss ich sagen. Da hätte ich mich vielleicht etwas besser wappnen sollen. Okay, rechte Hand kommt, ja. Ja, Düner Zauber kommt, sie will Krüppok weghaben wegen dem Irrlich. Ja, ist verständlich. Aber das Gute ist, wobei es gibt nichts Gutes. Also wir müssen jetzt 3 Runden wie Zauraum irgendwie überleben. Dann mit Lauchslot reingehen und Patinaraja loswerden. Ein Schockschnabel sollten wir eigentlich überleben. Aber ich schinde trotzdem nochmal eine Runde. Oder warte mal. Nein! Das war dumm! Ich hätte angreifen müssen. Ich hätte angreifen müssen. Das ist ja die letzte Runde Dynamax. Glaube ich. Ich muss auf den Eisstrahl gehen. Denn Double Protect kriege ich auf keinen Fall. Da kenne ich mein Glück zu gut. Ja, der geht auf Boreos, tötet es. Ja, das Match hat sie gewonnen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir erklären werde, wie du in 5 einfachen Schritten positiver denken kannst. Knuddler verfehlt stark! Okay, komm, Crit! Crit! Schade. Am Ende war es sogar ein Crit. Und es hat nicht gereicht. Nee, war keiner, glaube ich. Egal, ist fair. Ist fair. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Sie hat verfehlt. Da konnte ich wenigstens Damage rausholen. Okay, sie macht dasselbe nochmal. Ich war gerade komplett erschüttert gewesen. Sie hat denselben Lied, Hades und Dumbos Mama. Und wir werden diesmal Hades angreifen. Wäre halt jetzt nur sehr problematisch, wenn sie auf ein Schutzschild gehen würde. Oder Seitentausch einsetzt. Nee. Sie Dynamax auch. Anscheinend ihr Zwiffens? Fragezeichen. Kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Nein, sogar Patinaraja, okay. Sie versucht es weiterhin mit dem ekelhaften Teil da. Seitentausch, ich wusste es! Ich wusste es! Oh mein Gott! Der Spukball kommt, macht ihm halt gar kein Damage. Deswegen! Ich check ehrlich nicht, warum der so viel tanken kann. Ja, okay, war eine Attacke, die nicht sehr effektiv war und ein Spukball.
Aber wir überleben das. Er hat 7 KP. Also kannst du jetzt dein Simulara angreifen und es boosten, sodass es alles tötet. Das ist jetzt 50-50 Chance. Sie macht das nicht nochmal. Ja, komm. Sie macht das nicht zweimal. So, 50% Hardest ist weg, aber wir kriegen keinen Schwächenschutz. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Wir kriegen keinen Schwächenschutz. Vielleicht war das auch ihr Plan. Sie kriegt keinen Bizarro-Raum. Wir kriegen keinen Schwächen. Sie kriegt den Bizarro-Raum. Sie hat gewonnen. Wir töten das ja nicht mit Spukball. Sie hat gewonnen. Scheiße, das habe ich nicht beachtet, dass sie die Beere hat. Ja, wir können einpacken, wir haben verloren. Ja, wir tanken ja auch kein... Ja, wir haben verloren. Wir können nichts machen, wir haben verloren. Ich kann maximal hier noch auf den Düner... maximal noch ein Pokémon rausnehmen. Aber wir gewinnen das nicht mehr. Auf keinen Fall. Ist keine Chance, dass wir es gewinnen. Ich schicke meine Pokémon nur noch zum Reinsterben. Also Ehre, dass sie es aktiviert, damit es nicht komplett Plamagel wird, aber mehr wird es halt auch nicht mehr. Meine ich. Bringt uns jetzt auch nicht so viel. Dann ist Hierofliger auch tot. Und jetzt halt noch eine Runde. Ich gehe jetzt auf Flectragon und predikte, dass der Knuddler von diesem scheiß Patinaraja verfehlt. Wenn das passieren sollte, hätte ich eine Chance. Nahkampf kommt, tötet Happier. Komm, Knuddler verfehlt. Knuddler, bitte verfehlt, bitte. Bei Gott, wenn du existierst, Bidiza. Ich schließe meine Augen. Wird mir nicht gegönnt. Okay, Eisenschädel trifft zu 100%. Schade. Anders hart. Gut gespielt, muss man sagen. Ab dem zweiten Match. Und im dritten Match war ich am Anfang lost, gebe ich zu. Mit der Beere, die ich nicht berücksichtigt hätte. Da hätte ich vielleicht Alola Volnona, da hatte ich ja auch Eissplitter drauf. Da hätte ich vielleicht so auf so einen Blizzard gehen können oder so ein Dazzling Gleam. Das hätte wahrscheinlich mehr Damage gemacht. Und Krippuk in the Back gehabt. Ja, das war mein Fehler gewesen. Oder halt auch Krippuk mehr auf Angriff fokussieren sollen, damit genau so eine Scheiße nicht passiert. Das war... Da ist die Mission fehlgeschlagen, muss man sagen. Nichtsdestotrotz haben wir einen kleinen, aber feinen Sieg bekommen. Ist wenigstens kein 2-0 geworden. Und ja, was soll ich sagen? Snomni, GG. Anders krass gespielt ab zweiten Match. Anders krass so mein Gameplan adaptiert und drumherum gespielt. Einfach so die Seiten getauscht, also die Attacke hat wirklich was gebracht im Real Life. Und ich kann nur GG sagen. Und an alle anderen, mal schauen, wie es im nächsten Spieltag wird. Ich werde weiterhin versuchen, mich zu bessern. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Und wir hören uns. Ciao for now.